Hallo zusammen, lasst uns schnell das dritte Drittel der Rocket-Monatsmission durchnehmen, damit ich dann auch wieder Luft für Rätsel- und Analysevideos habe. Also, Montagabend, 22 Uhr schlägt die Stunde ungefähr, das dritte Drittel läuft, nochmal 12 Spiele, und ihr könnt euch vorstellen, ich bin auf Zinne, ein bisschen angeschlagen, auf Betriebstemperatur, habe hier gerade erst so 600 Punkte liegen, noch nicht mal ganz. Und 1200 ist das, was ich so anpeile. Also mit anderen Worten, zwei Drittel des Weges sind schon gegangen, aber ich habe noch nicht mal die Hälfte der Punkte. Und das heißt jetzt natürlich von der Strategie alle Rohre fluten, volles Risiko, keine halben Sachen mehr. So, und man sieht es hier natürlich schon im ersten Spiel. Vier Trümpfer ohne sechs, aufgrund überzeugender Beikarte erstmal gereizt. Hätte ich auch gern genommen, hätte gerne versucht, den fünften Trumpf zu finden. Neugierig war ich. Aber wo dann die dritte Reizung ins Spiel kommt, wo also Hinterhand auch noch einsteigt, da hat dann doch wieder die Vernunft gesiegt und die sagt mir, die Chance ist dann einfach zu klein. Drei Spiele sind eben selten draußen und deswegen habe ich jetzt hier nochmal nachgegeben. Spieler sticht direkt mein Herz Ass, ein Stück weit überraschend. Also Spieler 3 hat mindestens mal 4 Herz in der Hand. Ja, und glückliche Trumpfverteilung. Gleich zu sehen, Trumpf 3-3. Damit sollte der Spieler dann wohl alle Sorgen los sein, denn in den dunklen Farben müsste er natürlich noch ein bisschen Stärke haben. Trumpf ist raus, er sticht hier den 11. Trumpf. Zweimal Herz gestochen und 3 mal 3 Trümpfe in den Stichen 2 bis 4. Ja, und warum sticht er? Weil er natürlich jetzt eine überzeugende Schlusskarte hat. Kreuz Ass 10 dabei, Pik Ass dabei. Ja, das kann man wohl mal spielen, das Ding, ne? Den hätten wir auch losgemacht. Also ein leichter, ungefährdeter Sieg hier zum Start in die Liste von Spieler 1. Tja, du willst reizen, aber du brauchst das Material. Natürlich kann man jede Flocke wie auch diese hier mal antesten, ne? 18 Sagen habe ich auch gemacht. Ist natürlich nur eine halbe Farbe und ein halber Null und meistens wird aus zwei halben Spielen kein Ganzes. Also kann ich auch froh sein, dass ich es nicht bekommen habe, beziehungsweise wenn ich es bekommen hätte, hätte ich auch schon sehr überzeugend finden müssen. So, Spieler 3 macht Kreuz. Ich gehe hier erstmal in die aus meiner Sicht schwächste Farbe aus meiner Hand, weil ich natürlich noch mir alle Optionen offen halten will, auf eine möglicherweise bestellte 10 in Pik oder Herz zu schnippeln und weil ich meinem Partner potenziell in Karo vielleicht eine 10 freispielen kann oder einen vollen zumindest suchen kann, also wenig kaputt machen kann. Ja, mein Partner, der haut hier den König rauf, geht also in Schnitt auf sein Partner, volles Risiko. Ja, und wie das dann so ist, der Spruch, den gibt es nicht ohne Grund. Meistens ist das dann eben doch nicht so eine gute Idee, haben wir hier gesehen. Da ist das Karo Ass direkt futsch. Und jetzt hat er auch noch so ein dusseliges Nachspiel. Das kann ich natürlich auch nicht wirklich gut verwerten. Ja, entscheide mich hier für eine Lusche und logisch, das ist doch jetzt der Bluff. Der Spieler hat garantiert aus der 10 zu dritt abgeworfen. Ein Tick weit vorhersehbar. Ja, und mein Partner hat den letzten Trumpf ins Geschäft investieren müssen. Gut, immerhin, sonst hätte er mit Pik Buben auch keinen Stich gemacht. So gesehen, Spieler gewinnt hier nur mit 72, also müsste man mal genau durchrechnen auf die Nachkommastelle. Wenn das Karo Ass rausgenommen wird, dann läuft das wohl etwas besser für uns. Wäre potenziell ein Sieg möglich gewesen, wenn wir dann auch noch auf Herz geschnippelt hätten. Ich glaube, es wäre jedenfalls knapp drin gewesen. So, Spiel 3. Jetzt habe ich wirklich genug gesehen. Jetzt muss ich ja auch mal was machen. Habe ja wieder an sich auch nur ein Kreuz, könnte man sagen. Aber das Ding kann ich hier jetzt nicht vom Tisch gehen lassen. Kreuz oder Herz, ne? Aber wie gesagt, die Zeit läuft ab. Ohne Federlizenz ziehe ich das Ding jetzt hier als Grang durch. Müssen halt jetzt mal die Buben kommen. Der fünfte Kreuz hat mir gut getan. So, 13 runter und jetzt kommt der Moment. Es kommt der Moment, es kommt der Moment und schnapp, schon gewonnen. So einfach kann es manchmal sein. Buben fallen verteilt, wie sie sollen. Ja. Ich ziehe hier meine Flöte, da wird wohl auch keiner mehr auf den Bluff reinfallen, ganz egal. Die Gegner können jetzt nicht mehr gewinnen, denn einen vollen habe ich ja im Keller, also sind nur noch 4 volle draußen. Können sie mit ihren 6 Stichen höchstens 50 eigene Augen halten.
von mir noch 7 Augen dazu. Das, oh, sie holen aber auch wirklich das Maximum raus, muss man sagen. Jeder hält noch 2 volle und ein König, genau, kommen sie auf 57. So, und es geht weiter. Wieder ein schöner Ansatz, den will ich also auch haben. Die Farben sind ja fast ähnlich wie im Spiel davor, oder sogar die Farblängen sind die sogar identisch. Ich weiß gar nicht, ob ich eben noch einen Pik dabei hatte, jedenfalls auch 4 Kreuz, 3 Herz, die beiden Buben. Finde auch wieder den 5. Kreuz, sehr erfreulich. Bin diesmal sogar in Vorhand. Trotzdem, der Grang ist natürlich an sich wieder nur gegen verteilte Buben zu gewinnen, denn ich habe ansonsten eben 4 Stiche abzugeben, wieder mit Herz, Dame und König. Es kann Kreuz 10 vermutlich gestochen werden. Andererseits, also von daher, das sichere Spiel ist natürlich der Kreuz, klar. Andererseits, ich habe ihn hier auch schon markiert, will ihn schon ansagen, und dann sage ich eben andererseits, und jetzt kommt's. Beim Grang, wenn die Buben verteilt kommen, ist die Schneiderchance ja noch größer. Wenn die Buben kommen, gibt es automatisch nur einen Stich in Herz, also bei verteilten Buben ist das ein 72er-Spiel. Der Kreuz, da kommen die Gegner viel leichter aus dem Schneider, weil da noch unkalkuliert ein Trumpfstich noch dazu kommt. Deswegen habe ich mich jetzt hier entschieden, aus taktischen Gründen noch mal ins Risiko zu gehen. Also alles oder nichts quasi. Daniel geht all in, das habt ihr schon vermutet. Ich denke, es ist aus taktischen Gründen hier angemessen, denn wir haben ja nur noch 9 Spiele zu spielen in diesem Turnier. Und ich habe gerade mal mit dem Grang, den ich eben gewonnen habe, 700 Punkte. Da können so 30 oder 40 Punkte schon mal sehr entscheidend sein. Das also die Begründung, Bube hüpft und Buben stehen in einer Hand. Nein, und Kreuz steht 1:1, das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Das sieht finster aus. Ich war hier am Überlegen, erst noch mit der Kreuzdame irgendwie rumzuzupfen, aber das bringt ja alles nichts. Bringt alles nichts. Je eher ich die Kreuz 10 spiele, desto weniger kann Spieler 1 jetzt noch sich freischmeißen, abwerfen, irgendwas anzeigen. Aber das kann eigentlich nicht reichen für mich. Das ist zu leicht, auch dann natürlich für die Gegner. Das ist die Kehrseite der Medaille, wenn man so ein Risikospiel macht. Es ist dann natürlich für die Gegner auch nicht schwer. Und da haben wir es. Jetzt wird angeboten 14 Augen, 22 schon liegen. Selbst wenn ich sie jetzt bluffen wollte, ne, sowas wie Herz, Lusche oder Dame abschmeißen, in der Hoffnung, dass das Ass hinterherkommt, ja, dann schmiert der andere Spieler und sie sind mit dem dritten Stich schon zu Hause. Ne? Also kann ich an sich gar nicht machen, bringt mir nichts. Ich schaue es mir auch gerade noch mal an. Ich habe an sich wenig Möglichkeiten. Stechen und dann noch die 3 Kreuzen ziehen. Hoffen, dass irgendwie die Konstellation vielleicht so ist, dass Spieler 3 oder Spieler 1 noch einen Vollen dazu schmeißt, weil er irgendwie noch mir nicht so ein schwaches Spiel zutraut, noch einen König zu dritt halten will. Eigentlich die einzige Chance. Letzte Chance. Nee, da ist es passiert. Das reicht nicht. Spieler 3 hält natürlich das Herz Ass. Das war zu klar. Und er hat hier sogar noch, er stand in Karo König, Dame Lusche, hätte diesen Karo König zu dritt mal halten sollen. Das hätte mein Glück sein können. Hat er aber nicht, war auch ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach. Ja, und dann habe ich deswegen schon dieses T-Shirt angezogen. Guckt ihr euch den kleinen Pfeffi an und wer da im Hintergrund schon lauert. Keine Chance, wenn das große Krümelmonster kommt. Wir wurden zermalmt. So, gleich Verbindung zum Server verloren. Die Liste war auch traurig. Ich bin traurig, die Liste ist traurig, aber die Show muss weitergehen. Da darfst du natürlich nicht lamentieren, wenn du selber dieses Risiko gewählt hast. Damit würde ich sagen, müssen wir es jetzt hier zu einem ordentlichen Ende bringen. Die Ambitionen auf das Finalticket sind gestorben, und ja, das ist irgendwie typisch, ne? In so einer Situation kannst du dich dann auch gar nicht mehr so uneingeschränkt freuen. Kreuz Bube ist ja an sich super, aber trotzdem irgendwie das Gefühl, ja, jetzt verarscht die Karte dich noch, ne? Jetzt, wo alles gelaufen ist, da liegt plötzlich drin, als wollte der Herrgott selber dir den Weg leuchten. Gut, wir machen jetzt ein Kreuzspiel, das sieht ganz ordentlich aus. Karo 10 sicherheitshalber gedrückt, war auch besser so, wäre mir sonst abhanden gekommen. 29, gut, hier nochmal abtragen. Das kann ich nämlich auch.
Schneider ist nicht drin, 32. So, und das ist hier mal eine Überraschung. Guckt euch das mal an. Spieler 3 hatte einen blanken Karo und er hat auch einen blanken Herz gehabt. Das Herz Ass war blank. Ja, der Mann muss doch nur noch Trumpf in der Hand haben, oder? Tatsächlich, 5 Trumpf dagegen, also gut, dass sie erst 32 haben. Ja, das Interessante natürlich auch, logischerweise, da er kein Herz und kein Karo mehr hat, muss er noch den Pik mit bedienen. Ja, deswegen ist die Reihenfolge, in der ich jetzt hier die Stiche abspiele, ganz egal. Ich kann auch gleich Trumpf 7 spielen oder erst Pik Ass. Spieler 3 hat genau wie ich noch Trumpf und einen Pik in der Flosse. Ja, also mit 67 gewonnen, aber die Karte stand super press, war insofern also schon gut, dass der Kreuzbube drin lag. Man wundert sich manchmal, wie die Karte so sitzen kann. Ja, und das ist dann natürlich ganz normal. Es fällt einem eben immer dann besonders auf, wenn es so ein bisschen extremer verteilt ist. 18 hier natürlich noch wieder gehustet. Und jetzt ein 0 von Spieler 1. Da haben wir natürlich immer ein wenig Hoffnung. Ja, Karo Bube ist natürlich keine Traumkarte von mir. Nee, hat er auch nicht. Alles klar, Farbe ist klar. Ich überlege, soll ich rausnehmen und dann direkt meinen blanken Pik bringen? Aber dann habe ich mir gedacht, nee, Spieler 3 wird das jetzt ja auch sehen, dass Pik die nächste Farbe ist, die er testen muss. Und dann kann ich hinten den König noch besser loswerden, muss also den Spieler nicht den König zeigen. So, jetzt auf Kreuz wieder nach vorne. Gut, und entweder wir werden jetzt in Pik was oder in Herz. Okay, Zwischenzug in Kreuz, alles klar. Spieler 3 guckt noch, ob ich irgendwas abzuwerfen habe in Pik, habe ich aber nicht mehr. Und dann schlägt die Stunde. Auch Spieler 1 hat hier den ersten auf der rechten Seite. Oh, und das sind schöne Karten. Das sind schöne Karten. Was wird passieren? Kriege ich dieses Spiel etwa nicht? Spieler 3, der hat auch noch Ambitionen. Gut, also 33 ist kein Problem. Ich würde mal sagen, 44 machen wir auch noch. Die nehmen wir auch noch mit. Pik Hand ohne Zweien. Ja, aber wo er mir 44 sagt, da muss ich akzeptieren, dass ich dieses Spiel nicht gewinnen kann. Da muss ich Spieler 3 ziehen lassen. Vorhersehbar ein Grang. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Wie gut ist der? Ist das auch so ein Hallodri-Grang, wie ich sie manchmal spiele? Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. 7 Augen. Jetzt mal gucken, warum ich da nur den König gespielt habe, um so einen Überstich zu provozieren. Und der Karo Bube sagt mir natürlich, Pik Bube muss bei meinem Partner sein oder Kreuz Bube, sonst hätte der Alleinspieler hier mit dem dunklen Buben gestochen. Und die 9 ist gedrückt, also perfekt getroffen hier. Das sieht doch gut aus. Jetzt habe ich noch einen Buben, also obwohl die Buben verteilt waren, haben wir sie schön getrennt bekommen. Jetzt einfach Kreuz von meinem Partner, dann müsste er ihm das Ass auch rausgeeist haben, und dann habe ich hier noch Stehkarten ohne Ende, dann kann er das Spiel wohl nicht gewinnen. Aber was ist das denn? Karo 10? Karo 10? Was ist denn Karo 10 hier bitte für ein Zug? Ich denke gerade, hat mein Partner etwa auch noch Karo Ass, dann wäre ja auch gar nichts zu gewinnen, aber er ballert hier die 10 auf den Tisch. Ja, was soll das denn? Kann eigentlich nur ein irrer Zug aus 5-mal Karo oder so sein, aber der ist natürlich dann trotzdem nicht gut. Was soll denn das bringen? Meint der, dass der Alleinspieler in Mittelflosse das Ass sich blank gedrückt hat, um dafür so eine irgendwas anderes zu halten und ich jetzt noch einen Buben habe? Ja, offensichtlich hat genau das mein Partner hier erhofft, aber das ist natürlich schwach gezockt, muss man sagen. Da wäre er doch viel besser beraten, wenn er mir den Buben noch zutraut und schon sieht, dass Karo nur, wenn überhaupt, ganz kurz beim Alleinspieler sein kann. Wenn er einfach Kreuz weitergespielt hätte, wo der Alleinspieler im Aufschlagstich auf Pik König abgeworfen hat, das war doch
zu vermuten, dass das nicht seine ganz starke Farbe ist. Und ja, jetzt wird es ein ganz knappes Spiel, aber es wird nicht für uns reichen. Spieler hat es hier gesehen, er kommt schon hin mit dem Bild, hat deswegen mir quasi sogar noch den Stich mit der Kreuz 10 geschenkt, aber gewinnt mit 62. Ah, unnötig. Gut, Spieler 1 um die Zeit wohl vielleicht auch schon frustriert, kein ganz großes Interesse mehr, hier alles zu geben, oder einfach die falsche Idee. Ja, Mensch, und nun kriege ich wirklich noch mal richtig schöne Ansätze, richtig schöne Spiele, auch nicht nur Ansätze, das sind ja schon, ist schon ein bisschen mehr. Drücke ich hier den Gang sogar auch noch mal auf Schneider. Etwas sicherer wäre es wohl, den Karo König mitzudrücken. Das Bild kann schon entscheidend sein, wenn die Karte dusselig sitzt. Wollte jetzt hier aber noch auf Schneider gehen, und okay, wir sehen schon, Einschub ins blanke Ass, Buben zusammen. Gut, wenn Pik 2-1 jetzt steht, ist es auch wieder leicht, aber nein, steht auch zu dritt. Ja, und dann würde ich sagen, muss ich wohl jetzt mal Karo rausschieben und versuchen, mir da noch einen Stich hochzuspielen. Das klappt, 21 fallen, erfreulich für mich. Also Spieler 1, Karo 10 hier, kann eigentlich jetzt auch nicht die 100% beste Karte gewesen sein. Karo Dame hätte er auch noch gehabt, die hätte wohl gereicht. Jetzt habe ich hier schon alle Stiche hochgespielt, da kommt der letzte Herz, und nun ist der Rest bei mir, also das reicht. Das Spiel ging dann wieder. So, 3:1, 200. Ja, jetzt bräuchte ich aber noch, jetzt bräuchte ich noch vier fette Spiele. Schwer, ne? Ich denke, der Drops ist gelutscht, wo wir diesen Gang verloren haben. Da ist der Drops gelutscht. Hat aber, kann man ja auch so sagen, hörte ich auch von euch schon, hat ja auch gute Aspekte. Ich muss weiter Rocket spielen, ich werde euch weiter Rocket-Videos zeigen müssen, denn natürlich ist das nur eine kleine Fußnote auf dem Weg ins Finale, heißt das eben, dass ich ja, noch ein bisschen mehr Klinken putzen muss. Bin aber trotz alledem optimistisch, dass das wieder was werden wird, denn es gibt ja auch die Möglichkeit, sich über die Rangliste zu qualifizieren, über die meisten Anzahl Serien. Also auf einem, auf diesem oder jenem Wege werde ich, bin ich optimistisch, dass ich dieses Rocket-Finale auch so oder so noch erreichen werde. Natürlich hätte ich es hier gerne abgehakt. Bisschen unkonventioneller Vortrag hier auch. Pik Ass jetzt auf mein Herz König von Spieler 3. Also ihr seht das hier, der hat Karo 10, der hatte Pik Ass, der hatte Herz 10. Ja, und er hatte sogar noch Pik 10, also da wäre es vielleicht ein wenig besser gelaufen, wenn er direkt mal mit dem Pik Ass losmarschiert wäre, bei 4 Vollen. Wäre zwar die Stechfarbe gewesen, aber dann hätte ich vielleicht im Spielverlauf hier die Chance, hätte ich auf jeden Fall gehabt, ob ich auf die Idee gekommen wäre, in Herz das Ass zu ziehen, da hätten wir 21 auf die Lusche einsammeln können, und dann wäre das Spiel möglicherweise verloren gegangen, oder sagen wir mal, dann wäre es sogar ziemlich sicher verloren gegangen. Also selbst in diesem Spiel, in diesem Sechstrümpfer mit Ass zu dritt, steckte der Keim des Verderbens drin, wir haben aber den Weg nicht gefunden. Drei Spiele noch. Das könnte wieder meins werden. Es sieht auch so aus. Es ist ein Kreuz, und oh, das sind doch jetzt auch wieder Premium-Findungen. Ist fast ein bisschen bitter, dass es jetzt hinten raus noch so gut läuft. Also in der Summe kann man durchaus sagen, über diese drei Serien, Material war ja genug da. Es war wirklich Material da. Und wenn dann in dem ersten Drittel ein Spiel etwas glücklicher gelaufen wäre, dann hätte ich hier dieses Risikospiel nicht als Gang machen müssen, dann hätte ich das auch gewonnen. Also wie es dann so ist, das eine bedingt das andere.
Und was haben wir gewonnen? Da pflegte mein Vater immer zu sagen, an Erfahrung, das gilt auf jeden Fall. Immerhin bin ich jetzt hier am Tisch schon wieder nach vorne gerobbt und jetzt wieder zwei Buben, zwei Asse. Also ich bin noch in Spiellaune. Ich gehe hier noch auf 20, was ja durchaus auch ein Stück weit verwegen ist. Aber letztlich, es reizt sich ja auch viel leichter und ungenierter, wenn nicht mehr so viel zu verlieren ist. Ja, da, was soll man dazu sagen? Ich habe vorhin schon den Verdacht gehabt, Spieler 1, der ist mit seinen Gedanken auch schon woanders, ne? Bei 20er Reizung auf Pik Buben erstmal das Trumpf Ass laden, das war jetzt auch nicht so eine richtig gute Idee, macht es dem Alleinspieler natürlich komplett leicht, dann noch einen Unterzug zu spielen, und jetzt hat er sogar noch eine weitere Lusche, wo ja auch nicht mit zu rechnen war. Ich spiele jetzt hier Trumpf zurück, denn dass er das Ass zu dritt da direkt auf den Pik Buben legt, das war natürlich ja, einfach unsinnig, und schon hat der Alleinspieler hier einfach mal 11 Augen mehr im Sack. Ne? Oder zumindest 8 Augen mehr. Ich glaube, die Dame war sonst die Alternative. 8 Augen einfach so verblasen. Gut, es ist nur ein 5-Trümpfer. Hat er jetzt noch ein Kreuz oben oder hat er ein und eingedrückt? Er hat noch ein Kreuz oben. Jetzt kriegt er hier die 10 auch noch heim. Das war aber egal. Wir waren mit dem Ass raus auf 32. So, jetzt hat sich Spieler 3 da wieder an mir vorbeigemogelt. Mal gucken, ob ich den noch bekomme. Ah, sieht eher nicht so aus, ne? Ist nicht schön, das Ding hier, ne? Wir können ja noch mal ein bisschen. Zum Abschluss des Abends können wir noch mal ein bisschen was versuchen. Ja, für 20, 23. Ja, nee. Soll nicht sein. Spieler 3 will auch noch mal. Alles klar. Das sieht doch gut aus. Kreuz König traue ich meinem Partner nicht zu, den hätte er eher ausgespielt. Also kommt jetzt hoffentlich ein schöner Überschlag, ein schöner knackiger Schnapp. So sieht's aus. So knackig hatte ich aber gar nicht mit gerechnet. Das ist ja ein richtig saftiger Stich hier, mal 31 Augen. Ich würde sagen, das war dann auch schon der Blattschuss für dieses Spiel. Und jetzt Stechfarbe gefunden, also der Mann hat nur Karo dabei. Ja. Danke fürs Mitspielen. Das nächste gewinnst du wieder, heißt es immer so schön. In dem Fall natürlich nicht, denn das war auch gleichzeitig das letzte Spiel. Herz Ass halten wir nochmal hoch fest. Bube müsste ja an sich auch noch bei meinem Partner sitzen, der Pik-Bube, und damit kriegt er gar keinen Stich mehr. Also das war eine schöne Packung. 79 Augen haben wir gemacht. Ja, und dann habe ich den Tisch dann doch noch gewonnen. Ja, wieder 300, ne? Jetzt haben wir dreimal ungefähr 300, insgesamt 900. Ja, ich erspare euch jetzt da den, oder ich erspare es mir, euch das Endergebnis zu zeigen. Ich kann es ja aus dem Kopf rezitieren. 20. bin ich geworden. Das gab dann 45 Euro zurück. Die kann ich wieder in den Jackpot einwerfen, kann also wieder weiterspielen. Das ist die gute Nachricht. Wenn ich allerdings hier zum Beispiel mal diesen Rang als Kreuz getauft hätte, hätte es ein bisschen mehr Taschengeld gegeben. Also das wäre schon nett gewesen. Die Grenze war, glaube ich, wieder so bei 1250. Also dafür hätte es jetzt wohl in der letzten Serie nicht mehr ganz gereicht. Da war das Material dann doch zwar gut, aber nicht gut genug. Ja, und insofern, wie ich es schon andeutete, ich werde hier weitere Rocket-Brötchen für euch backen. Und damit wünsche ich euch jetzt einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und wie immer, gut Blatt.